Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen? Du stehst auf Natur pur? Das kannst du leichter haben. Liebe SWN-Zuschauer, also heute sind wir beim Sommerempfang der Stadt Schweinfurt und der Begründungsfeier der Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Schweinfurt und der Stadt Lutsk, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus der Ukraine. Zu dieser Veranstaltung der Stadt Schweinfurt sind alle gekommen, die Rang und Namen haben in der Stadt und die eingeladen waren. Schaut euch den Film an, es gibt viele Informationen auch über die Partnerschaft, über die Städtepartnerschaft. Am Anschluss an den Ansprachen werden natürlich noch die Urkunden unterschrieben und es wird noch ins Goldene Buch der Stadt Schweinfurt eingetragen. Also viel Spaß dabei. Kommen Sie ruhig an den Platz an der Sonne. Es weht jetzt ein kühlender Wind. Im Übrigen macht sich die Sonne auch gut für den Teint. Und damit darf ich Sie alle sehr herzlich zum Sommerempfang der Stadt Schweinfurt begrüßen. Der Sommer, der Empfang, der ein nachgeholter Neujahrsempfang ist und, weil ich immer wieder angesprochen werde, im nächsten Jahr wieder zu einem Winter-Neujahrsempfang mutieren wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Jahre 1980 warb im Bundestagswahlkampf die CDU mit dem Slogan für Frieden und Freiheit. Für meine Generation, geboren Ende der 60er Jahre, war dies nicht gerade ein wachrüttelndes Fanal, denn wir kannten nichts anderes als ein Leben in Frieden und Freiheit. Frieden und Freiheit, und ich ergänze Wohlstand, waren vielmehr treue Weggefährten über die Jahrzehnte in der Bundesrepublik Deutschland. Пані та панове, у 1980 році Християнська демократична партія брала участь у федеральній виборчій кампанії під гаслом «За мир та свободу». Для мого покоління, яке народилося наприкінці 1960-х років, це не був тривожний дзвінок, тому що все, що ми знали, це життя в мирі та свободі.
Мир та свобода, і я ще додам, процвітання були набагато вірнішими супутниками протягом десятиліть. Для нас це було нормою. Wir übersetzen die Rede aufs Ukrainische, weil wir eine Delegation aus Lutskort hier haben, aber darauf komme ich noch im Einzelnen zu sprechen. Auch wenn die Zahl der Kriege nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges weltweit sprunghaft anstieg, schien ein Krieg in Europa dank gegenseitiger Abschreckung zweier waffenstarrender und wehrhafter Staatenbündnisse so unmöglich, dass selbst die Einberufung zum Wehrdienst in unserer Generation keine Panikattacken auslöste, zumal dem Wehrdienstverweigerer der Zivildienst als Alternative sich bot. Незважаючи на те, що кількість воїн після закінчення Другої світової війни зросла у всьому світі, війна в Європі здавалася настільки неможливою завдяки взаємному стриманню двох озброєних та добре укріплених союзів держав, що навіть призов на військову службу не викликав будь-які напади паніки в нашому поколінні. Особливо тому, що ті, хто відмовляється від військової служби через сумління, проходять альтернативну цивільну службу. Solange Frieden herrschte, der Wohlstand wuchs, schien uns auch die Freiheit als etwas Selbstverständliches. Nur selten machten wir uns darüber Gedanken, wie es denn wohl sei, in einem unfreien System zu leben. Lediglich diejenigen unter uns, die über damals sogenannte Ostverwandtschaft verfügten, kamen bei den meisten seltenen Besuchen in der DDR etwas nachdenklicher zurück, als sie hingefahren waren. Поки панував мир та зростав добробут, свобода здавалася нам чимось належним. Лише рідко ми думали про те, як це було б жити в невільній системі. Лише ті з нас, хто мав рідних на Сході та рідко їх відвідували в НДР, поверталися назад трохи задумливішими, ніж дорогою туди. Spätestens seit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine wissen wir, dass nichts, weder Frieden, noch Freiheit, noch Wohlstand selbstverständlich, sondern mit Blick auf die europäische Geschichte eher der Ausnahmezustand ist. Mit einem Schlag wurde uns klar, dass es sich bei Frieden und Freiheit um kostbare Güter handelt, deren Erhalt, auch unter Erbringung von Opfern, stets verteidigt werden muss, ist man nicht bereit, beides gegen die trügerische Sicherheit eines autokratischen Herrschaftssystems einzutauschen. Принаймні з моменту нападу Росії на Україну, яка порушила міжнародне право, ми знаємо, що ніщо, ані мир, ані свобода, ані процвітання не можна сприймати як належне, а з огляду на європейську історію більше як надзвичайний стан. Одним махом ми зрозуміли, що мир і свобода є дорогоцінними товарами, які потрібно завжди захищати, навіть ціною жертв. Якщо ми не бажаємо обмінювати їх на оманливу безпеку самодержавного правління. Mit Bewunderung blickten und blicken wir auf unser Nachbarland, die Ukraine. Auch wenn es sich bei ihr um den flächenmäßig größten europäischen Staat handelt, scheint beim Blick auf die Weltkarte dieser Verteidigungskrieg gegen Russland mit seinen enormen Ressourcen an Mensch und Material ein ungleicher, auf den ersten Blick vergeblicher Kampf zu sein. Offenbar kämpft hier aber David gegen Goliath. So ist es den Ukrainern gelungen, durch Aufrüstung ihrer Armee, ungeheure Opferbereitschaft und persönliche Tapferkeit sowie durch die finanzielle wie militärische Unterstützung des Westens, dem Aggressor die Stirn zu bieten und die geplante schnelle Einnahme durch die russische Armee für Putin zu einem unvorhergesehenen Fiasko werden zu lassen. Із захопленням дивилися і дивимось на нашу сусідню країну – Україну. І навіть якщо дивлячись на карту світу, це найбільша за площею європейська держава. Це оборонна війна проти Росії з її величезними людськими та матеріальними ресурсами видається нерівною, а на перший погляд – марною боротьбою. Мабуть, тут Давид бореться з Голіафом.
Українці зрозуміли протистояти агресору завдяки модернізації армії, величезній готовності до самопожертви та особистій хоробрості, а також фінансовій та військовій підтримці Заходом. А заплановане швидке захоплення російською армією обернулося непередбачуваним фіаско для Путіна. Schon heute können wir feststellen, dass keine seiner Putins Grundannahmen eingetroffen sind. Вже сьогодні ми бачимо, що жодне з його основних припущень не справдилося. Erstens, die Ukrainer, auch die große Mehrzahl der russischsprachigen Bevölkerung, steht treu und fest zu ihrem Staat und ihrer Regierung. Sie ist durch den Angriff nicht zerfallen, empfindet ihn nicht als Befreiung, sondern als das, was er ist, den verbrecherischen Überfall auf ein friedliches Land, das nun aber geeinter als zuvor sich mehr denn je als gemeinsamer, unabhängiger Staat empfindet. По-перше, українці, у тому числі переважна більшість російськомовного населення, залишаються вірними та твердими своїй державі та уряду. Вони не впали в результаті нападу, не сприймають це як звільнення, а як те, що воно є злочинний напад на мирну країну, яка тепер відчуває себе ще більш об'єднаною, ніж раніше, більш ніж будь-коли спільною незалежною державою. Zweitens, der Westen sieht dem Überfall nicht tatenlos zu und überlässt die Ukraine nicht ihrem Schicksal. Im Gegenteil beweisen die Europäische Union sowie die NATO, dass sie einig wie nie bereit sind, unserem europäischen Nachbarn alle Hilfe unbefristet zukommen zu lassen, auch in dem Bewusstsein, dass dieser Kampf in einen Abnutzungskrieg überzugehen droht, der uns noch lange fordern wird. По-друге, Захід не стоїть осторонь і залишає Україну на призволяще. Навпаки, Європейський Союз та НАТО доводять, що вони більш об'єднані, ніж будь-коли, готові необмежено надавати нашим східноєвропейським сусідам всю можливу допомогу, також знаючи, що ця боротьба загрожує перетворитися на війну на виснаження, яка ще нас довго потребуватиме. Umso erfreulicher ist in diesem Zusammenhang die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO. Gerade die Finnen beobachten, wie ich nach einem viertägigen Aufenthalt in Seinäjoki feststellen konnte, mit großer Aufmerksamkeit das Kriegsgeschehen, das durchaus Erinnerungen an den Überfall der Sowjetunion auf Finnland im Jahre 1939 wachruft. У цьому контексті ще більше приємно, що Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО. Після свого чотириденного перебування у Фінляндії у місті Сеньяйокі я зміг переконатися, як фіни зараз спостерігають за війною з великим інтересом, згадуючи воєнні події, які безумовно викликають спогади про вторгнення Радянського Союзу до Фінляндії в 1939 році. Dritte Fehleinnahme. Die russische Bevölkerung steht nicht einig und voller Überzeugung hinter ihrem Kriegsherrn. Die Wiederherstellung des Herrschaftsraumes des russischen Zarenreiches ist mitnichten für den Durchschnittsrussen ein mit Sehnsucht erwartetes Ziel. Der Krieg wird mit der den Russen eigenen Duldsamkeit ertragen und es bleibt abzuwarten, ob Putin auf Dauer die oppositionellen Kräfte im Zaum halten kann. По-третє, російський народ не єдиний і не повністю підтримує свого полководця. Відновлення панування російської царської імперії – це аж ніяк не та мета, на яку чекає більшість росіян. Війна ведеться з типовою для росіян толерантністю. Залишається очікувати, чи довго ще Путін зможе тримати опозицію під контролем. So haben auch wir Schweinfurter mit großem Interesse und innerer Anteilnahme seit Februar 2022 den Verlauf des Krieges beobachtet. Es waren aber die vielen tausend Mitarbeiter der Firma SKF hier in Schweinfurt, die mehr als nur zusehen wollten. Sie waren neben privaten Initiativen die Ersten, die tatkräftig mit Gütern und finanziellen Spenden ihren Beitrag zur Hilfe ihrer Kollegen und deren Familien im ukrainischen Lutsk geleistet haben.
Dieser Initiative war es zu verdanken, dass auch die Stadt Schweinfurt ein Zeichen europäischer Solidarität und damit eines gemeinsamen Werteverständnisses setzen wollte. Und so beschloss der Stadtrat, nicht nur ein von der Bundesrepublik unterstütztes Förderprogramm für die Ukraine, sondern auch eine Städtepartnerschaft mit Lutsk einzugehen, die nicht nur für die Dauer des Krieges, sondern auch im Frieden Bestand haben soll. Ми, жителі Швайнфурта, з лютого 2022 року також з великим інтересом і внутрішнім співчуттям спостерігали за ходом війни. Але багато тисяч співробітників СКФ тут, у Швайнфурті, хотіли робити більше, ніж просто спостерігати. Окрім приватних ініціатив, вони першими активно долучилися товарами та фінансовими пожертвами для допомоги колегам та їхнім родинам у місті Луцьк в Україні. Саме завдяки цій ініціативі місто Швайнфурт також захотіло встановити знак європейської солідарності та спільного розуміння цінностей. І тому міська рада вирішила не лише увійти в програму фінансування України, яку підтримує Федеративна Республіка Німеччина, а й укласти з Луцьком партнерство, яке триватиме не лише на час війни, а й в мирний час. So wie es mir eine Ehre war, am Freitag bereits Jugendliche aus Lutsk begrüßen zu können, die zumindest für eine Woche so etwas wie Normalität leben konnten, so begrüße ich heute unsere Partner der Stadtverwaltung Lutsk. Ich freue mich sehr, dass die zweite Bürgermeisterin Irina Cebeliuk, ihre Begleiter aus der Verwaltung Natalia Irtschenko, Vitali Bonda und Juri Horditschuk unter uns sind. Sie alle vier herzlich willkommen in Schweinfurt. Sie haben die weite Reise mit dem Auto nicht gescheut und sind über 1000 Kilometer angereist, heute Morgen um drei eingetroffen, um heute gemeinsam mit mir den Partnerschaftsvertrag zwischen unseren Städten zu unterzeichnen. Ich heiße Sie hier nochmals im Namen der gesamten Stadt, des gesamten Stadtrates herzlich willkommen und versichere Ihnen, dass Schweinfurt sowohl in Zeiten des Krieges als auch des Wiederaufbaus treu an der Seite von Lutsk stehen wird. So wie die Ukraine ein Teil Europas ist, so sehr sind wir Städte aufgefordert, diesen Geist und dieses Werteverständnis auch zu leben und damit unseren Bürgern immer wieder klarzumachen, dass Frieden, Freiheit und Wohlstand sich nicht nur bedingen, sondern bewahrt und verteidigt werden müssen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Для мене було честю вже в п'ятницю вітати молодих людей з Луцька, які хоча б на тиждень мали змогу жити за нормальних умов. Так сьогодні я вітаю наших партнерів з Луцької міської ради Ірину Чебелюк, Наталію Юрченко, Віталія Бондаря та Юрія Гордійчука. Вони не цуралися далекої подорожі на авто і проїхали понад 1000 кілометрів, щоб сьогодні зі мною підписати угоду про партнерство між нашими містами. Ще раз вітаю вас тут від імені всієї міської ради. Запевняю, що Швайнфурт вірно стоятиме на боці Луцька як під час війни, так і під час відбудови. Так як Україна є частиною Європи, ми, міста, покликані наповну жити цим духом і цим розумінням цінностей, цим же давати зрозуміти нашим громадянам, що мир, свобода та процвітання не тільки необхідні, а їх ще потрібно зберігати та захищати. Дякую за увагу. Bevor nun meine geschätzte Kollegin Irina Cebeliuk zu uns sprechen wird, hören wir unter der großartigen, passionierten Leitung von Oliver Kunkel jetzt den Chor unserer Walter-Rathenau-Schulen mit
insgesamt 2 Gesangseinlagen. Ich möchte jetzt schon die Gelegenheit nutzen, lieber Herr Kunkel, mich bei all Ihren Schülern und vor allen Dingen auch bei Ihnen zu bedanken, dass Sie sich auf diesen Empfang jetzt doch wochenlang vorbereitet haben und Ihren Sonntagnachmittag mit uns verbringen. Vielen herzlichen Dank. Arina Mikhailijin ist vor 14 Monaten mit ihrer Mutter aus der Ukraine, aus dem Krieg geflohen nach Schweinfurt und seither in einer unserer 5 Chorklassen an den Rathenau-Schulen. Wir haben mit allen 5 Chorklassen, mit 150 Kindern am Donnerstag ein großes Sommerkonzert für Frieden, Solidarität und Nachhaltigkeit gesungen und dabei auch Stefania mit Arina als Solistin präsentiert. Das werden Sie jetzt hören. Vor einem Jahr beim Eurovision Song Contest gewann die Ukraine mit diesem Tribute an die Kultur der Ukraine, gemischt mit Rap-Einlage, den ESC mit Recht. Das ist unser Solidaritätstribute an die Ukraine. Бургомістр Себастьян Ремле, шановні депутати міської ради, гості міста та жителі громади. Guten Tag, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Sebastian Remele, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, liebe Gäste und Bewohner der Stadt Schweinfurt. У складні часи зароджуються найкращі відносини і створюються найміцніші союзи.
In schwierigen Zeiten entstehen die engsten Beziehungen und die stärksten Bündnisse. Сьогодні я тут, щоб передати усім жителям Швайнфурта найтепліші вітання від громади Луцька, Луцького міського голови Ігоря Поліщука та депутатів міської ради. Ich bin heute hier, um allen Bewohnern der Stadt Schweinfurt herzlichste Grüße aus der Stadt Luzk, insbesondere von unserem Bürgermeister Igor Poliszczuk und unseren Stadtratsmitgliedern zu überbringen. За півтора роки жахливої, руйнівної війни лучани відчули, що таке міжнародне партнерство в дії. Розуміючи страждання і біль наших громадян, усвідомлюючи небезпеку втрати незалежності для цілого народу, громадяни вашої країни розгорнули цілі штаби допомоги українським містам. Während des schrecklichen und verheerenden Krieges im Laufe der letzten eineinhalb Jahre konnten die Bewohner der Stadt Luzk hautnah erleben, was internationale Partnerschaft in der Praxis bedeutet. In Wissen um das Leid und den Schmerzen unserer Bürger und um die drohende Gefahr des Verlustes der Unabhängigkeit für unser gesamtes Volk haben Bürger ihres Landes ganze Hilfseinsatzstäbe aufgestellt, um ukrainischen Städten zu helfen. Сотні тонн гуманітарних вантажів було направлено у Луцьк від наших партнерських міст. Їжа, медикаменти, тактичні засоби, засоби захисту, генератори, паливні матеріали – все, що потрібно людям, аби пережити гуманітарну катастрофу, яку спричинила війна. Hunderte Tonnen humanitärer Güter wurden von unseren Partnerstädten nach Luzk geschickt. Nahrungsmittel, Medikamente, taktische Ausrüstung und Schutzmittel, Generatoren und Brennstoffe, alles, was die Menschen brauchten, um die humanitäre Katastrophe zu überleben, die der Krieg mit sich brachte. Європейці відкрили двері у свої домівки для тисяч, сотні тисяч українських жінок і дітей, які втікали від бомбардувань і шукали прихистку, адже їхні будівлі було зруйновано російськими бомбами. Europäer haben ihre Türen für tausende ukrainische Frauen und Kinder geöffnet, die vor Bombardierungen flohen und zur Flucht suchten, da ihre Häuser von russischen Bomben zerstört wurden. Ми вдячні кожній громаді, кожному європейцю за допомогу. Wir sind jeder Gemeinde, jedem Europäer dankbar für ihre Hilfe. Besonders die Stadt Schweinfurt hat den Bewohnern von Luzk eine immense Unterstützung zukommen lassen. Велику підтримку лучанам надала саме громада міста Швайнфурт. Вже у серпні 2022 року ми отримали перший гуманітарний вантаж. На той момент між нами не було укладено партнерської угоди. І це робить ваш вчинок винятковим. Адже партнерство – це в першу чергу дії. Bereits im August 2022 erhielten wir die erste Lieferung an humanitären Gütern. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch keinen offiziellen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Und das macht Ihre Tat umso außergewöhnlicher. Denn Partnerschaft besteht vor allem aus Taten. Уся допомога, яка надходила у Луцьк від вашої громади, дала нам можливість реалізувати політику соціального забезпечення вимушено переселених осіб та медичного забезпечення військовослужбовцям. Die gesamte von Ihnen geleistete Hilfe hat uns ermöglicht, Programme zur sozialen Absicherung von vertriebenen und geflohenen Personen umzusetzen und die medizinische Versorgung verletzter Soldaten sicherzustellen. А коли 22 жовтня російська ракета зруйнувала одну із наших електропідстанцій і лучани залишилися без світла і води, пан бургомістр звернувся до громади Швайнфурта із закликом надати ще більшу підтримку Луцьку.
als am 22. Oktober eine russische Rakete eine unserer Stromunterstationen zerstört hatte und die Bewohner von Lutsk ohne Strom und Wasser zurückließ, hat ihr Oberbürgermeister appelliert, Lutsk noch stärker zu unterstützen. Сьогодні лучани точно можуть констатувати, що за цей час ми стали друзями. Наші громади об'єдналися і згуртувалися навколо спільної мети – побороти зло і мати змогу жити та розвиватися. Heute können die Bewohner von Lutsk mit Sicherheit sagen, dass unsere beiden Kommunen mittlerweile zu Freunden geworden sind. Unsere Kommunen haben sich vereint und für ein gemeinsames Ziel zusammengeschlossen, nämlich das Böse zu bekämpfen und die Möglichkeit zu haben, zu leben und sich weiterzuentwickeln. Отож, настав час надати нашим відносинам офіційної формальності. Сьогодні співпрацю та партнерську взаємодію між муніципалітетами наших міст ми бачимо як комплексне співробітництво у різних сферах життя наших громад. Угода, яку ми з паном бургомістром підпишемо за мить, містить чітку стратегію ефективного розвитку нашої співпраці, що дасть поштовх до більш якісної еволюції наших громад. Es ist nun an der Zeit, unseren Beziehungen eine offizielle Form zu verleihen. Heute betrachten wir die Zusammenarbeit und partnerschaftliche Interaktion zwischen unseren Städten als eine umfassende Kooperation in verschiedenen Lebensbereichen unserer beiden Kommunen. Der Partnerschaftsvertrag, den wir mit dem Herrn Oberbürgermeister gleich unterzeichnen werden, enthält eine klare Strategie für eine effektive Entwicklung unserer Zusammenarbeit, die einen Schub für eine qualitativ hochwertige Evolution unserer Kommunen geben wird. Ця угода, дієвий майданчик для нас, розказати європейському співтовариству, що Україна частина європейської спільноти. Ми сповідуємо ті ж цінності, що і ви. Ми виховуємо наших дітей на тих же ідеалах свободи, демократії, рівності. Ми маємо ті ж моральні стандарти, що закладені в культурі європейських країн. Ми, як і ви, любимо свободу, баварське пиво і ненавидимо мову зброї та насилля. Dieser Partnerschaftsvertrag ist eine effektive Plattform, um der europäischen Vereinigung zu zeigen, dass Ukrainer Teil der europäischen Gemeinschaft sind. Wir teilen dieselben Werte. Wir erziehen unsere Kinder nach denselben Idealen von Freiheit, Demokratie und Gleichheit. Wir haben dieselben moralischen Maßstäbe, die in der Kultur europäischer Länder verankert sind. Genauso wie Sie leben auch wir die Freiheit und das bayerische Bier. Wir verabscheuen die Sprache der Waffen und der Gewalt, genauso wie Sie. Ця угода. Ця угода дасть змогу нашим жителям вивчити історію наших міст і зрозуміти глибинну суть тих процесів, що сприяють нашому добросусідству. Diese Vereinbarung wird es unserem Einwohner ermöglichen, die Geschichte unserer Städte zu erforschen und den tiefen Sinn der Prozesse zu verstehen, die unserer guten Nachbarschaft förderlich sind. Луцьк заснований 938 років тому і вже у перші періоди свого існування був столицею удільного князівства. У 1429 році саме в Луцьку відбулася історична подія для усієї тогочасної Європи – з'їзд європейських монархів, на якому обговорювалися важливі питання захисту Європи від завойовників. Die Stadt Lutsk wurde vor 938 Jahren gegründet und war bereits in der frühen Phase seiner Existenz die Hauptstadt eines Fürstentums. Im Jahr
1429 fand in Lutz ein historisches Ereignis statt, das für ganz Europa von Bedeutung war. Der Kongress europäischer Monarchen, auf dem wichtige Fragen des Schutzes europäischer Grenzen diskutiert wurden. Im Jahr 1432 erhielt das Lutz das besondere Privileg des Magdeburger Rechts. Європейський вибір і сталий розвиток – це політика нашого міста. У 2017 році Луцьк отримав щит честі. Це третя відзнака Парламентської асамблеї Ради Європи. Європейський диплом та прапор честі нашому місту було вручено у 2010 та 2011 роках. Сьогодні Луцьк розвиває партнерські зв'язки з громадами в семи країнах Європи. Die Stadt begann, wie andere europäische Städte, eine lokale Selbstverwaltung zu betreiben. Die europäische Wahl und nachhaltige Entwicklung gehören zur Politik unserer Stadt. Im Jahr 2017 erhielt Lutzk das Schild der Ehre. Dies ist die dritte Auszeichnung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Die europäische Auszeichnung und die Fahne der Ehre wurden unserer Stadt 2010 und 2011 verliehen. Heute pflegt Lutzk Partnerschaften mit Gemeinden in sieben europäischen Ländern. Співпраця українських громад із муніципалітетами країн Європейського Союзу буде ключовою та невід'ємною у процесі відбудови України, оскільки сьогодні очевидним та безумовним є бажання українського суспільства інтеграції до європейської спільноти. Die Zusammenarbeit ukrainischer Kommunen mit Kommunen in der Europäischen Union wird ein entscheidender und untrennbarer Bestandteil der Widerrufsaufbau der Ukraine sein. Da der Wunsch der ukrainischen Gesellschaft nach Integration in die europäische Gemeinschaft heute offensichtlich und unbestreitbar ist. Сподіваємося, що співпраця Луцької міської територіальної громади та міста Швайнфурт будуватиметься у дусі взаємної зацікавленості та здійснюватиметься на основі взаємної вимоги, вигоди, чесного ділового партнерства, а також підтримці взаємних ділових контактів. Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit zwischen der territoriellen Gemeinde der Stadt Lutzk und der Stadt Schweinfurt im Geiste gegenseitigen Interesses erfolgen und auf der Grundlage gegenseitigen Nutzens, ehrlicher Geschäftspartnerschaft und Unterstützung gegenseitiger Geschäftskontakte stattfinden wird. Віримо у налагодження партнерства, особливо у підготовці та реалізації спільних проєктів, обміні досвідом щодо співпраці з бізнесом, участі у культурних заходах, взаємодії між навчальними закладами та молодіжними організаціями. Wir glauben an die Entwicklung einer Partnerschaft, insbesondere bei der Vorbereitung und Umsetzung gemeinsamer Projekte, dem Austausch von Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, der Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, der Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Jugendorganisationen. Щиро бажаю нашій країні швидкої, безумовної перемоги, адже так хочеться жити і розвиватися. Ich wünsche unserem Land einen schnellen und bedingungslosen Sieg. Denn wir möchten so sehr leben und uns weiterentwickeln. Щиро бажаю громаді міста Швайнфурт сталого розвитку і утвердження власної самоврядності у процесі нашої співпраці. Бажаю усім жителям громади щасливого сьогодення і майбутнього. Адже Швайнфурт – це місто, у якому твориться майбутнє. Ich wünsche der Stadt Schweinfurt nachhaltige Entwicklung und die Stärkung ihrer eigenen Selbstverwaltung im Verlauf unserer Zusammenarbeit. Ich wünsche allen Einwohnern der Stadt Schweinfurt eine glückliche Gegenwart und auch eine glückliche Zukunft, denn Schweinfurt ist eine Stadt, in der die Zukunft entsteht.
Ще раз дякую лорд-бургомістру та усій громаді за допомогу Україні, нашому народу, жителям Луцька. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei dem Oberbürgermeister und allen Bewohnern der Stadt Schweinfurt für die bisher geleistete Hilfe für die Ukraine, für unser Volk und für die Bewohner der Stadt Luzk. Користуючись нагодою, запрошую усіх мешканців Швайнфурта після війни, звісно, неодмінно приїхати у Луцьк. Ви будете вражені нашою гостинністю та щирістю. Адже Луцьк – це приємне відкриття. Ich möchte heute auch die Gelegenheit nutzen, alle Einwohner von Schweinfurt einzuladen, nach dem Ende des Krieges Luzk unbedingt einmal zu besuchen. Sie werden von unserer Gastfreundschaft und Ehrlichkeit beeindruckt sein, denn Luzk ist eine Entdeckung wert. Нехай у Європі ніколи не гримлять гармати. Нехай береже вас Господь і Україну також. Дякую. Mögen in Europa niemals Waffen erklingen. Möge Gott Sie und die Ukraine schützen. Vielen Dank. Bild werden jetzt die Urkunden unterzeichnet für die Städtepartnerschaft. Für die Bürgermeisterin aus der Ukraine. Und natürlich muss unser Oberbürgermeister gegenzeichnen. Ich habe gar nicht gedacht, dass da so viele Papiere unterschrieben werden müssen, aber ja, waren schon einige. Natürlich wurden bei der Unterzeichnung sehr viele Fotos gemacht und die örtliche Presse war natürlich auch anwesend. Also ich fand, es wurden also schöne, staatstragende Reden heute gesprochen und ich fand es für den Zweck, für den Termin passend. Jetzt im Bild mal unser goldenes Buch der Stadt Schweinfurt, in dem sich die Bürgermeisterin auch noch einträgt. Wer das goldene Buch noch nicht gesehen hat, also jetzt könnt ihr es hier mal ansehen. So sieht es also aus. Wenn man sich als Ehrengast in Schweinfurt ins goldene Buch der Stadt Schweinfurt eintragen darf. Auch hier muss unser Oberbürgermeister wieder gegenzeichnen. So, und zum Abschluss noch ein paar Bilder von den Gästen, von den Ehrengästen, die geladen waren, die alle gekommen waren, um diesen Festakt beizuwohnen. Hier im Bild jetzt die neue Chefin von der Stadtgalerie links. Thank you.